like that. In unity, there is strength. Our minds are as one. We could use some help here. Ready to roll out. Da 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 da. Let's do this. Go Arrow. Ja, ich kann ihn gucken. This is my C-14 Impaler Gauss Rifle. There are many like it, but this one is mine. I came here to kick ass and chew bubblegum. This better be good. Kaboom, baby! We are focused. We seek and like that. In unity, there is strength. Our minds are as one. We are focused. Schönen guten Abend. Wir sind wieder in der Clanliga. Und zwar mittlerweile im 6. Spieltag. Mit mir heute Abend ist der Tilo 2, Aerocool. Hallo, guten Abend. Und wir haben heute ein paar interessante Partien. Als erstes, wie es schon dasteht, werden wir Unknown gegen Coomaker sehen. Aber wir schauen uns immer einen Turnierbaum an. Das ist die eine Partie des Winner Brackets. Daneben sehen wir Dalai Lama gegen Mofu. Und dann werden wir außerdem im Loser Bracket Tanuki gegen Phoenix sehen. Handstand gegen Würmchen wird am Wochenende nachgespielt. Also drei interessante Partien, finde ich. Ja, in jeder Partie ein Protoss, das freut uns natürlich. Genau. So. Und die erste Map ist scheinbar Simulacrum in diesem ZVP. Ja, die diskutieren gerade, ob nicht Mufu und Dada als erstes spielen. So, sieht so aus, als ob wir erst in die Partie Dalai Lama gegen Mofu gehen. Das heißt, ich gehe mal hier wieder aus der Lobby raus. Schau mal. So, ich bin in der Lobby drin. Ich habe dich eingeladen. Ja. Da ist die erste Map Eternal Empire. Ich kann überhaupt nicht diese Partie einschätzen. Beide ziemlich inaktiv gerade in StarCraft. Davor waren beide auch auf einem ähnlichen Niveau. Allerdings, das wird echt spannend. Das ist, denke ich mal, sehr davon abhängig, wer besser ins Spiel kommt, wer die wildesten Builds hat. Wer am ehesten vielleicht den Ton. Builds hat wahrscheinlich der Mofu.
In der Regel. Hat ja auch Tanuki einfach so 2-0 weggemacht. Während Dalai Lama gerade startet in die Clanliga. Also Mufu hat ja schon letzte Woche geschrieben. So, Countdown läuft, wir gehen in die erste Partie. Jetzt haben wir ganz vergessen, eine Umfrage zu machen. Wer gewinnt? So, ich habe jetzt schnell eine Umfrage gestartet. Die seht ihr jetzt aber nicht, weil wir schon im Game sind. Aber ihr könnt die im Twitch-Chat ausfüllen. Dann sehen wir hoffentlich gleich das Ergebnis. So, rechts oben in Gelb gespawnt fürs Team Phoenix. Der Zerg, es ist Dalai Lama. Und unten links sein Gegner, es ist der Mofu Jones. So, und Mofu hat Low Ground Pylon und geht direkt drüber. Das kann natürlich ein Ken Rush sein. Allerdings ist es, glaube ich, weniger Mofus Stil. Ja, geht's. Kann aber immer noch einer sein, theoretisch. Bei dem Ken Rush mit Robo Follow-up geht man ja Gate vor Forge. So, die Abstimmung läuft. Mufu ist der Favorit mit 4-2. Ah, da baut er einen Pylon. Fake, aber dann muss man den auch in Sichtweite vom Overlord bauen. Ja. Das wird jetzt erstmal so nicht. Dalai hat es nicht gesehen, reagiert gar nicht. Pylon wird gecancelt. Dalai wird nie wissen, außer er schaut sich das VOD an, dass Mufu den Fake-Can-Rush gemacht hat. Ja, deswegen kommt jetzt auch ein 19er Nexus, wie es aussieht. Scheint sich also relativ normal zu entwickeln. Ich glaube, Mufu ärgert sich gerade, dass er nicht einfach die Forge geschmissen hat und doch einen Can-Rush gemacht hat. So, Mufu hat auf jeden Fall die Abstimmung 4-3 gewonnen. Kann auch daran liegen, dass Mufu schon ein bisschen länger im Clan ist und da natürlich sag mal, ein bisschen beliebter ist. Oder vielleicht liegt es einfach daran, dass er Proto spielt. So. Kann auch sein. Bei Mufu sehen wir ungewöhnlichen Stalker zuerst. Hilft natürlich gegen den Overlord, aber der wird sich direkt auf diesen Sockel verziehen. Ja, aber wenn er den Stalker sieht, dann kommt er vielleicht auch erst gar nicht raus. Dalai Lama relativ dreispot, nicht mal Linge. Ja, ich glaube, 3 geht's nicht. Jetzt kommen 6 Linge. Hat auch noch. Ja, okay, geht auch direkt Overlord Speed, ohne Linkspeed vorher. Kommt muss ja der super schnelle Scout möchte er haben und hier kommt direkt die Robo vom Mufu. Also es riecht so ein bisschen nach All-In. Ja, okay, jetzt kommt Twilight das dahinter. Aber ich glaube, das ist kein schlechter Bild gegen Mufu. Ich glaube, Mufu spielt selten frühe Aggression, sondern geht gerne so ein Stalker, vielleicht auch ein Zealot, auch eine Schildbatterie defensiv. Da braucht man eigentlich keinen Speed. Er darf nur den Speed nicht vergessen, glaube ich. Jetzt kommt er. Da kommt's, ja. So, jetzt ist Overlord Speed fertig. So, Immortal wird gebaut. Schauen mal aufs Twilight Council, ob das irgendwas erforscht. Oder ob das nur eine Attrappe ist. Ich könnte mir Charge vorstellen, wenn 100 Gas da sind. Was ich interessant finde, ist, dass Dalai jetzt trotzdem Doppelspore geht, obwohl er frühes Overlord Speed hat und alles scouten kann. Das eigentlich entsprechend gar nicht bräuchte.
Da kommt Charge. Schauen wir mal, ob jetzt irgendwann die Gateway-Explosion kommt. Ne, kommt auch ein zweiter Model dahinter. Also Mofu möchte ein bisschen mehr Substanz vielleicht in diesem Push haben. Ja, aber ich schätze mal, dass er dann, ja, da kommen 4 Gates noch oder 3 Zusatz hier noch, dann ist er auf 5. Ja, wahrscheinlich nimmt er auch kein Gas an der zweiten, kann ich mir vorstellen. Das Sentry, schönes Force Field, reicht. Boah. Er hat kurz den Korn gegriffen. Ich glaub, wenn er nicht den Korn gegriffen hätte, hätte er den Sentry vielleicht bekommen. So. Uff. Da kommt das Wortbissen dahinter. Also es wären 2 Zealots. Ja, da kommen insgesamt noch mehr Gates. Also erstmal 1. Ja, aber der abgebrochen. Okay, Mofu braucht nur 5, das reicht für Dalai. Ja, da kommen welche. Und Nachtes. Wenn die Probe da dran kommt, dann geht's los. Aber ich denke, Dalai hat es schon irgendwie auf dem Schirm, aber da kommen jetzt schon 16 Länge. Er hat natürlich 11 Worker mehr, das reicht eigentlich, mehr brauchst du gar nicht. Die Länge sind, glaube ich, wichtig. Gerade gegen so viel Immortal will man nicht unbedingt Outchips bauen. Er hört auch jetzt auf, Drohnen zu bauen, also das sieht schon mal gut aus. Ich weiß nicht, ob man da nicht vorher zumindest 3 Roaches bauen möchte, damit man schon mal zumindest 3 Ravager bauen kann, um die Force Fields zu brechen. Ja, aber so viele Force Fields hat Mofo nicht. Also er hat 3 Sentries, er wird vielleicht 4-5 Force Fields haben. Ja, aber was macht Tyler mit dem Gas sonst? Hat im Wesentlichen, aber er kann jetzt schon drauf gehen und Mofo ist da nicht gut vorbereitet. Oh, da kommt schon der Surround. Die ganze Army wird hier surrounded. Immortals kann er schön hochheben. Den Fight gewinnt Mofu, aber es war trotzdem so ein bisschen teuer. Also er hat jedenfalls 2 Sentries verloren. Ja, und der ein Force Field hat er noch, aber das ist nicht viel. Und jetzt hat er auch nichts. Ja. Ja, aber die Immortals hauen hier richtig rein. Swapbissen muss aber aufpassen. Er darf nur das Swapbissen nicht verlieren. Okay, lebt noch. Jetzt kommt nochmal Runde Zealots. Sentry schön eingeladen. Das sieht gar nicht schlecht aus für Mofu. Das Warp Prison, wenn das fällt, ist der Push, glaube ich, vorbei. Ah, da ist das Warp Prison gefallen. Aber ganz knapp. Da clears hier. Recoin vielleicht. Das wird, ja, oder. Also wäre da noch ein Zealot Warp in gewonnen hätte, geworden, hätte Mofu hier, glaube ich, die Partie gewinnen können. So zieht er sich jetzt zurück, hat hier ein Zealot und ein Stalker. Aber die Länge laufen hinterher. Ein weiteres Warp Prism, also ich kann mir vorstellen, dass er gleich einfach nochmal reingeht. Ist ja eh schon all in. Ja, er wird durchziehen müssen. Er hat stark Probes gecuttet. Hat auch wenig Gas, was er hier meint. Insgesamt nur mit 4 Workern im Gas. Aber Dalai hört auch nicht aufzubauen. Weiß hier, was Sache ist. Sogar ein Bending ist jetzt. Sieht hier auch, dass die Zealots rüberlaufen. Dass hier reingeworbt wird. Ich glaube, Ravager wären wirklich eine gute Idee. Da machen die Immortals auch nicht so viel Schaden gegen. Ja. Aber auch nicht so viele. Also 2-3 Ravager, auch um das Warp Prism zu töten, je nachdem, finde ich nicht verkehrt. Da sind jetzt richtig viele Zealots. Die kriegen noch einen schönen Surround. Der Surround, der war nicht schlecht, also der war echt viel Surface Area. Jetzt ist natürlich ein bisschen besser für Dalai. Ja, aber er macht hier schon richtig gut Schaden. Ja, vielleicht war das auch schon genug mit dem Surround. Oh. Na? Ja, der Surround hinterm Gas ist sehr gut. Da kommen noch mal ein paar Sentries. Jetzt nochmal Force Fields. Aber wie kriegt er die Roaches da hinten tot? Wieder knapp gehalten. Jetzt kommt ein Immortal dazu. Der kann das hier nochmal ein bisschen drehen. Ja, der Immortal, der macht jetzt nochmal ein bisschen spannend. Jetzt noch ein Warp in. Ein bisschen Warp Prism Micro. Oder es geht auch so, wie es aussieht. Ah, jetzt ist wieder eine Queen da. Und auch viele Linge. Ja, schön Warp Immortal kurz gerettet. Das Warp Prism wird auch wieder fokussiert. Ja, das darf man jetzt nicht nochmal verlieren. Aber es sieht ganz so aus. Es sieht auch schon aus, GG. Knappes Spiel. Ich glaube, hätte Mofu das erste Warp-Prism nicht verloren, wäre das deutlich anders gewesen. Ja, dann wären die Immortals nicht an den Dingen gestorben und dann
Wäre alles anders. Vom Army Supply her, vom Army Value war Move ja echt dabei. Ich denke, beide sind jetzt so ein bisschen warm gespielt. Mal sehen, ob sie was anderes spielen. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass Mofo das jetzt einfach nochmal spielt. Das hat ja gar nicht so schlecht funktioniert. Und es ist eine Taktik, die man relativ einfach runterspielen kann, auch wenn man lange nicht gespielt hat. Ja, und vielleicht passt er dann auch besser auf seinen Warprism auf. Ja, immer die Einheit, die man besonders beschützen muss, wenn man so einen Push macht. So, wir gehen auf Simulacrum. Das ist eine Map, die offener ist. Ja, als aber die da Map gerade. Kann man die dritte Basis nicht so gut pushen, da kann man, muss man die Rampe für hoch. Also ich weiß nicht, ob da ein Two-Base All-In dann ist auf der Map, wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht macht er ja jetzt den Kenrush, das würde ich gerne sehen. Ja, aber Simulacrum ist auch eine schwierige Map für Kenrush. Ja, aber trotzdem, wenn Dala da überhaupt nicht reagiert. Ja, kann natürlich alles sein. So, wir sind auf Simulacrum, rechts oben, 1-0 führend, in Gelb gespawnt. Es ist Dalai Lama. Und oben links gespawnt in Rot, es ist unser Mofu Jones mit einem Highground Pylon. So ein typischer Mofu Pylon. Und dann auch noch bei 13 Supply, also. Ja, aber ich glaube, das ist. Er cuttet auch. Er cuttet gerade auf Werker. Das ist ja schon. Okay, was wird das da denn? Da kommt eine Forge, okay. Braucht man einen Kenrush? Okay, da ist auch eine Probe drüben. Braucht man so eine schnelle. So einen schnellen Pylon für den Kenrush? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube auch nicht, man. Also hat er jetzt schon gerne. Also die Hedge wurde noch nicht mal geschmissen und Mofu schmeißt schon den Pylon. Also ich glaube, wenn man so möglichst früh eine Ken bauen möchte, dann ist das gut. Aber. Also man kann halt nicht viel davon bauen. Aber wenn der jetzt gar nicht gescoutet wird, dann wäre es ganz gut, vielleicht. Es aber wird der definitiv kommt schon gescoutet. Sehr verdächtig. Ja. Oh. Er hat auf jeden Fall zwei Probes gesehen, also das ist auch schon. Ist schon ein bisschen verdächtig, aber die erste Cannon wird hier außerhalb der Reichweite gebaut. Und Dalai Lama reagiert bisher nicht. Ich glaube, das hat er nicht gesehen. Da kommt auch ein Gateway dahinter, also es wird so ein halber Contain werden. Vielleicht kriegt er die Hedge mit den ersten Cannons. Und dann sicherlich so Richtung Warprison und Immortals. Okay, und jetzt ist er in Reichweite der Hedge. Dalai sieht es, zieht Drohnen. Ganz kurz. Dahinter ist eine Cannon, also. Mit Drohnen kriegt er das nicht mehr geklärt, ja. Cancelt jetzt auch. Und vielleicht kommt er runter. Ich glaube, er kommt da durch. Ich glaube, er möchte Ravager probieren, weil er nimmt schon ein zweites Gas. Ja, aber tendenziell ist es doch gut, wenn man irgendwo eine Hedge kriegt. Das auf jeden Fall. Da kommt auf jeden Fall der Roach von. Das ist, denke ich, die richtige Idee dagegen. Der Tech von Mofu ist auch nicht der schnellste. Rocket ist gerade, oder Gateway ist gerade fertig, kommt jetzt der Cybercore. Ist auch jetzt gerade Gas genommen, er meint noch kein Gas. Er hat auch noch ein bisschen zu wenig Worker. Dalai Lama hat besseren Worker-Count. Ja, die Arbeiter falten sich hier noch ein bisschen. Ja, und verstecken sich voneinander. Und wenn man da jetzt irgendwo die Hedge nehmen, wenn da eine Drohne hinter einem ist und immer überall Cannons spawnen könnte. Ich glaube nicht. Da kommen Spines, das finde ich interessant. Okay, er hat natürlich viele Minereien, aber die Spines selber bringen, glaube ich, wenig. Weil er hat kein Creepspad, er kann die nicht irgendwie runterschicken. Ja, ich frag mich, was Mofu jetzt bauen möchte. Er hat jetzt gerade kein Gas. Kommt ein Adept. Es fehlt halt das Gas für die Robo, den Bräuchter. Ich glaube, da hat der Alpha das ein bisschen zu spät genommen. Ich glaube, der hätte lieber eine Robo bestellt. Es fehlt auch das zweite Gas noch bei Mofu. Bei Dala sehen wir jetzt den Hive, nicht den Hive, den Leer. Das spricht dann eigentlich für Nidus. Die Drohne läuft immer noch weg.
Jetzt kommt das zweite Gas für Mofu. Und geht auf drei Gates hier hoch. Ne, auf vier sogar. Okay, das wird also nur Gateways. Er hat sogar den Quarter gebaut, den hätte er ja auch theoretisch auch zu Hause bauen können. Ja, da ist er, glaube ich, sicherer. Da sind die Cans. Vielleicht verliert er ja die Mainbase, wenn da jetzt ein Nidus kommt. So, bisher werden keine Ravager gemofft, es sind nur Roaches. Dalai steht natürlich sicher, also die Rampe so allzu schnell pusht die Mofu nicht hoch. Locker Count ist Mofu echt vorne. Dritter also. Spine wird gemaut und jetzt Nidus. Also die Spines sind dann um zu verteidigen, wenn er mit Nidus rüber geht. Mofu hat einen Adept gerade hochgeschickt. Ich glaube, der hat nicht den Nidus gesehen. Aber er hat auf jeden Fall die Roaches gesehen. Hopkit braucht hier noch so ein bisschen. Ersten Schildbatterien kommen. Mofu wird seine Basis aufgeben müssen. Ich glaube nicht, dass er da verteidigen kann. Er hat auch nicht genug, um einen Recall zu machen. Ich glaube auch nicht, dass er damit rechnet. Er denkt vielleicht, er containt ihn ganz gut. Ja, was soll es denn werden? Also, ich denke schon, dass... Da kommt der Nidus jetzt... Mofu sieht es nicht. Mofu... Er möchte exen, wie so aussieht. Ja, fröhlich expandieren, warum auch nicht. So, jetzt hat Mofu das auch auf dem Schirm. Er hat auch nicht mal die Ressourcen, um hier einen Recall zu machen auf seinem Nexus. Zieht direkt alle Drohnen weg, das finde ich gut. Sollte den Nexus auch canceln, dann kann er auf der anderen Seite irgendwo Nexus bauen. Noch zwei Energie, jetzt hat er einen Recall. Könnte also theoretisch. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob seine Army da reicht, wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube nicht, dass die reicht. Er zieht da jetzt sogar Worker. Oh, das ist auf jeden Fall schon mal teuer. Da geht die ganze Eco down. Drei Worker übrig. Ja, er kann es nicht mehr halten, GG. Damit 1:1. Nee. Quatsch. 2:0 für... Mofu hat ja die erste Map verloren. Irgendwie war ich im Kopf, dass Mofu gewonnen hat, natürlich. Damit gewinnt Dalai Lama hier 2:0. Und zieht hier weiter im Winner-Bracket. Wir schauen immer auf den Turnierbaum. Gegen wen er als nächstes spielt, er muss gegen dich ran. Ja, Dalai muss gegen mich ran, nächste Woche. Wie ist deine Einschätzung zu der Partie? Hättest du dir lieber Mofu oder lieber Dalai gewünscht? Lieber Dalai gewünscht. Ich glaube, Mofu kann ja sehr gerne, schießt sehr gerne und da habe ich dann, da bin ich anfällig. Vor allem im PvP, da ist alles möglich. Da habe ich lieber das sichere PvZ auf meiner Seite. Gut, dann geht's jetzt direkt in die nächste Partie. Und die wird Unknown gegen Kumaker sein. Wie ist deine Einschätzung von diesem Matchup? Ich glaube, da ist Unknown der relativ klare Favorit. Auf jeden Fall der klare Favorit. Ich denke aber, Kumaker könnte eine Map holen, wenn er da sein All-In, wenn er das schafft, seine All-In richtig zu hitten, wenn er einspielt. Es wird auf jeden Fall unterhaltsam werden, denke ich. Und es ist ja im Winners Bracket, also der Verlierer ist ja auch noch nicht ganz raus. Das nimmt vielleicht auch ein bisschen den Druck. So, und ihr könnt wieder abstimmen, wer gewinnt, Unknown oder Coolmaker, was denkt ihr? Die erste Map wird Simulacrum werden, danach wird Golden Wall gespielt, das finde ich cool. Und dann Everdream. Ja, direkt zwei neue Maps. Ah, ich hab dich gekickt, Entschuldigung. Das war nicht Absicht. So. Gerade relativ ausgeglichen. Beide haben hier zwei Stimmen. Ach, tatsächlich? So viele Maker-Fans? Ja, ich... So, beide sind bereit.
Und dann möchte ich noch Game Privacy unterstellen. So, wir schauen eben auf die Umfrage, die gerade zu Ende ist. Andauern mit 4 zu 2. Der Favorit in diesem Matchup. Aber man darf ihn nicht unterschätzen. In Blau auf Simulacrum gespawnt. Es ist der Maker. Genau zu sein, der Kuhmaker. Ja, und sein Gegner oben links in Rot als Zerg. Es ist Unknown. So. Unknown hatte schon ein bisschen Angst, dass er die Kuh wird heute. Mal sehen. Kommt auf jeden Fall schon mal ein Get-Escort, wie es aussieht. Ich glaube, du hast gerade mit Unknown so ein bisschen dich warm gespielt. Genau. Und gerne mal seine Hedge geblockt. Ja, das kann er gar nicht leiden. Hat es der Maker mitbekommen? Ja, das hat er mitbekommen. Aber? Hat hier trotzdem den Gate-Scout gemacht? Der Unknown hatte mich dann darauf immer All-In. Und ich glaube, der Kuhmaker fühlt sich nicht ganz so wohl dabei, wenn er All-In wird. Und ich möchte das auch einfach nicht herausfordern. Aber wenn man es weiß, ist es auch traumhaft. Also. Ja, theoretisch schon. Also ich blocke auch immer Hedges gerne. Allein den Gegner aus dem Konzept zu bringen, ist immer was wert. Ich glaube, Unknown hätte dich auch so All-In. Das war einfach nur. Ja, das kann sein. Vorwand. Wenn man All-In will, dann All-In man. Wenn man Makro spielen will, dann spielt man Makro. So. Alles ja? Normal die beim Maker. Sieht ein bisschen schwierig aus, oder? Ja. Also, ich glaube, zwischen Gateway und. Er kann eine Full Wall machen. Ja, er kann eine Full Wall machen, ja. Okay. Aber der Pylon ist auch, glaube ich, nah genug an der Wall, dass er parallel zum Cybercore dicht machen kann. Aber ich meine, auf Simulacrum, wenn man da so das Gebäude an die Wand stellt, dann können da noch Länge durchlaufen. Du meinst das rechts oben? Genau. Ja. Das sieht so aus, als wäre das dicht. Das ist mir schon öfters in der Ladder passiert. Seitdem passe ich darauf auf. Aber ist halt die Frage, also als Zerg sieht man das? Nicht unbedingt nur, wenn man es weiß. Baut man jetzt darauf? Also so sicher ist man sich, glaube ich, als Zerg da nie, ob da jetzt wirklich dicht ist oder nicht. Deswegen einfach Länge zu bauen. Ja, man muss ja nicht holen, aber generell mit Längen zu scouten. Ich glaube, Unknown probiert einfach abzuwehren, was vom Maker kommt. Es sieht sich hier eigentlich als den stärkeren Spieler, gerade wenn es ins Makro-Game geht. Was ist das? Da werden schon zwei Worker aus dem Gas gezogen, oder was ist das da gewesen? Ja. Ja, okay. Ich glaube, Matze hat mit ihm trainiert. Das sieht so aus, ne? Ja, und er hat auch einen Stalker gebaut, der wird dazu sein, den Overlord zu verscheuchen, dass der nicht scouten kann. Ja, das wird aber schwierig mit Overlord Speed, was jetzt gleich schon fertig ist, also allerdings fehlt hier irgendwie das Twilight Council, um dann Charge anzudrücken. Ja, das wird aber erstmal die Mord, vielleicht auch ohne Charge. Okay. Aber insgesamt auf 3 Gas, okay. Die Wall. Ich mach jetzt keine Full Wall. Oder vergucke ich mich da? Nee, ist keine Full Wall, oder? Also da ist eine Lücke, ist halt die Frage, ob oben offen ist. So. Denke schon, aber die Linge laufen auch nicht unbedingt automatisch daran, wenn man die dann nicht extra dahin klickt. Das ist ein bisschen komisch. Also ich habe auch schon öfter Spiele gesehen, wo das ganze Spiel nicht bemerkt wird. Und dann erst, wenn man das im Replay sieht und dann von da aus wieder startet, sieht man, dass die Wall die ganze Zeit offen war. Oder später läuft eine Prop dadurch. Währenddessen versuchen sich gerade Dalai und Mufu gegenseitig zu überbieten, wer am wenigsten StarCraft gespielt hat. Ich glaube, die sollten beide disqualifiziert werden. Ja, StarCraft sollte man immer so viel spielen wie möglich. So. Overlord tot. Es kommt eine Forge, okay. Also der Build macht aus meiner Sicht gerade nicht hundertprozentig viel Sinn. Bei dem Maker. Unknown hat auch die Forge gescoutet, also ja, sollte er eigentlich wissen, dass das jetzt kein All-In sein sollte. Weiß nicht, was Unknown wirklich gescoutet hat und nicht. Ich glaube, er ist sehr verwirrt.
Selbst ja, wenn ich volle Info hätte, wäre ich sehr verwirrt. Ja, vielleicht ist das auch nur eine Fake Forge, das kann auch sein. So, Anon hat jetzt auf jeden Fall gleich den Leer. Ja, also aber der ist ja kein Lord Sworn. Der war schon sehr hoch, muss ich sagen, dafür, dass wir das Hessen 2 Base Orient wird. Und da kommt jetzt plus 1 und jetzt Charge. Also das Ganze wird noch ein bisschen dauern, also. Sieht schon ein bisschen nach einem Immortal Drop aus. Mit Charge dann. Okay, Twilight kommt auch, okay. Oder? Double Archive kommt auch. Two-Base Tech. Und das sind jetzt anderen Richtung Roaches Tech und hat auch plus 1 Melee genommen. Das heißt, es wird so ein Ling Ravager Style werden. Ja, ich glaube, das Problem für Kumelka ist jetzt einfach, dass Anon jetzt hier so viele Drohnen gedrückt hat, ohne dass er dafür bestraft wird. So, und Anon kriegt auch mit dem Changeling hier einen kompletten Scout. Melka stört sich gar nicht. Jetzt geht's raus. Also das sind drei Immortals. Paar Zealots, die werden vielleicht Charge haben im Push. Aber das kommt halt erst bei 7 Minuten. Anon mit dem Baneling Nest, das kommt ein bisschen spät. Jetzt werden Roaches gebaut, 15 auf einmal. Ja, mit so vielen Drohnen kann er auf jeden Fall einiges drücken. Er hat jetzt ein bisschen wenig Gas. Er müsste mal an seiner dritten die Gase befüllen. Ja, aber ich, auch wenn er Linge drückt. Aber ich glaube, er hat gar nicht die Larven, um wirklich Linge zu drücken. Da kommen jetzt auch erstmal drei Overlords, 10 Linge im Bau, 2 Ravager ja, werden gemorpht. Kommt noch ein Safety Spore Crawler. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass der Melka hier wirklich Schaden machen kann. Aber ja, er hat jetzt immerhin seine Upgrades jetzt fertig, also denke ich mal, dass er jetzt pushen wird. Ersten Bändige werden gemorpht. Da ist auch ein guter Creepsfett, also der Melka muss hier auf jeden Fall auf Creep kämpfen, hat hier auch keinen Observer, doch, da kommt er, aber der braucht ein bisschen. Ja. Aber Anon gewinnt hier auch Zeit. Also das ist natürlich gut für Kumelka, dass die Bandlinge keinen Speed haben. Wenn er da jetzt nicht die Zealots alle in die Bandlinge schickt, dann könnte da noch was draus werden. Aber das ist halt. Ich wette mit dir darauf, die Zealots chargen in die Bandlings, dann brauchen die gar keinen Speed. Kann sein. Aber jetzt kommt ein schöner Warp in die Main. Jetzt kommt Kumelka. Ja, aber da sind auch Linge parat. Ja, aber reichen die wirklich? Die sind das ein plus 1, da ist die Tuniten, die Linge, also. Aber jetzt kommen Banelinge dazu. Das ist relativ teuer hier. Aber die sind jetzt. Wenn Kumelka da jetzt hoch. Ja, ist halt schwierig auf der Map. Ich glaube, wenn er links laufen würde. Geht es trotzdem hoch. Jetzt geht er hoch. In dem Moment muss er auch Unknown Roaches hier in die Main schicken. Ja, jetzt. Aber da sind auch die Queens. Die sollen tanken. Okay. Robinson wird jetzt auch dann zurückgezogen. Kumelka bisher noch nicht mit der dritten Basis. Da kommt jetzt nochmal ein Warp in. Wettere Archons, ja. Ich meine, dann hätte er vielleicht auch die Rampe jetzt hier genommen, dann die ist zumindest ein bisschen breiter. Zumindest hat Kumelka noch keine Archons, noch keine Immortals verloren. Da kommen die Banelinge, gehen bisher in die Archons schon mal gut, aber da sind noch nicht so viele Zealots übrig. Also die Fights macht der Melka bisher gar nicht schlecht. Er hat einfach so ein bisschen zu wenig. Da kommen noch ein paar Zealots. Ravager werden gerade gemorpht. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Oh, die Balls! Die treffen ziemlich gut. Oh, jetzt kommen auch nochmal Zealots hinterher. Da kommen jetzt nochmal 15 Roaches, also aber. Schön ausgewischen. Und da sind jetzt nur noch 4 Ravager und 2 Roaches übrig. Also naja, aber jetzt kommen die Reinforcements. Ganz schön viele Roaches. Was sind gegen die Immortals, wir wissen alle, wie das ausgeht. Ja. Beiden Seiten gewinnt jetzt Anna und so langsam das, den Fight. Ah, ja, jetzt kommt. Okay, jetzt kommt Ron von beiden Seiten. Ein paar Zealots nochmal. Ah. Ist der Observer geballt worden. Ganz schön knapp hier. Da werden jetzt auch die Drohnen gezogen. Da werden Drohnen gezogen, tatsächlich. 8 Drohnen, 9 Drohnen. Die Immortals müssen halt am Leben bleiben. Also Melka muss aufpassen, dass er die in Sicherheit bringt. Melka. Da kommen jetzt Zealots nochmal hinzu. Die Immortals werden auch schön zurückgezogen. Boah, das sind sehr viele Drohnen. Also
mir da schon einen Traum. Für den Melker. Ja. Ja, die Mortal wird noch gesaved, also. Oh, der Push ist jetzt, glaube ich, vorbei. Aber vom Worker-Count her ist es immer ja. auf jeden Fall vorne. Anon kann natürlich auch schnell Worker nachbauen. Man muss auch sagen, falls Kumerka jetzt expandieren sollte und die jetzt nicht denied wird, ist er vom Tech her und so auch gar nicht behind. Der hat jetzt plus 2 am Laufen, hat einen Templar-Archive, hat also eigentlich alles, was man erstmal braucht fürs Midgame. Ja, und Anon tut sich natürlich jetzt auch schwer. Also baut er Roaches nach oder probiert er irgendwie den Worker-Count wieder aufzuholen? Ja, also für Unknown ist wahrscheinlich schwierig jetzt zu wissen, nimmt er eine dritte oder Olinta weiter? Make-up. Dafür müsste er mal scouten. Geht jetzt auch auf plus 2. Hat auf jeden Fall viel Mineralien und Chrono boostet alle seine Gates. Das heißt, er wird weiter durchziehen. Ja, er könnte auch ein paar Gates enden, das wäre auch nicht verkehrt. Unknown scoutet hier gerade, was Sache ist und sieht, dass da keine dritte Basis ist. Creept da auch hin, da soll keine dritte so schnell gehen. Da kommt jetzt der Spire, der könnte natürlich das Leben retten, aber kann auch nach hinten losgehen. Ja, er sieht den Move-Out nicht vom Kuhmaker. Er hat keine Ahnung, dass jetzt schon der Push kommt. Und er baut Drohnen. Er baut Drohnen, das ist... Die Zealots, die das hier scouten sollen, sehen das auch nicht. Jetzt doch, jetzt das Warp Prism. Und Anon hat auch bis 186 Supply frei, hat ein paar viele Overlords. Gleich noch vom Kampf eben. Naja, und die Armee ist, glaube ich, schwierig zu klären für Anon. Oh, jetzt, da sind... Da fehlen auch die Banelinge gerade. Ja, das ist nur 2 Linge, da können auch gar keine gebraucht werden. Nochmal 7 Zealots schön da rein. Ja, das... Ja, man muss hier so aufpassen, dass er zusammenbleibt mit seiner Armee der Melker. Ja, also... Was jetzt noch passieren könnte, ist, wenn Melker seinen Warp-Prism verliert, dann... Aber auch so, die Armee ist schon so stark, also ich weiß nicht genau, was da dann noch hätte machen können. In dem Fall. Nee. Scheint jetzt hier, dass er richtig gemolken wird. So langsam ist er leer. Allerdings. Wenn das nicht melken ist, dann weiß ich jetzt nochmal die Banelinge. Die treffen richtig gut, aber das wird trotzdem nicht reichen. Das reicht nicht. Jetzt gleich wird auch sogar plus 2 noch fertig. Jetzt werden nochmal Drohnen gezogen. Ja. Der Archon freut sich. Oh. Das sind ja alle Drohnen jetzt fast schon. Okay, 19 sind noch da. Da kommt auch nochmal Zealots und da kommt das da GG. Kommt das GG. 1-0 für den Melker, wer hätte das gedacht? Scheinbar der Chat schon. So schlecht sah das ja gar nicht aus. Sah nach einem richtigen Oldschool-Tubester aus wenigstens auf Liberty-Zeiten aus. Es war halt, es war ein sehr komischer All-In, der war so verzögert. So. Es war ein sehr ungewöhnliches Timing, finde ich. Ich glaube, 7 Gates wären vielleicht auch wenig gewesen, finde ich. Ich glaube, 9 Gates hätten dann auch. Oder. Er hatte zu viel Mineralien innerhalb dieses Pushes, also ja. Ich glaube, wenn man auf 2-Base nur Zealots nachwarbt, dann. Oder manchmal ATs, dann hat man auch viele Mineralien. Also man muss dann schon ein paar mehr Gates haben, denke ich. Aber es hat ja gereicht, ne? So. Hm. Wir gehen jetzt als nächstes auf Golden Wall und das finde ich eine interessante Map. Gerade für die beiden. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Unknown es ihm jetzt mit einem All-In heimzahlen will. Unknown ist auch gerade noch im Replay, muss analysieren, was er falsch gemacht hat. Und zwar wo die Schwachstelle vom Maker ist. Ja, also ich denke, er hat einen zweiten Move-Out nicht gesehen, hat da Drohnen gebaut. Aber da war er auch schon stark behind. Aber der Maker hat Durchhaltevermögen. Wenn er in Push reingeht, dann hört er nie auf. Genau. Und irgendwie dreht das dann noch. Ich fand auch die Idee mit dem Warp Prism in der Main nicht schlecht. Was, wo der Maker echt Schwierigkeiten hatte, war auf der Map. Also ich... Da ist echt schwierig, da zur dritten zu kommen, da durch die schmalen Rampen auf den High Ground. Hat sich dann später auch die breite Rampe ausgesucht, das hat mir gefallen. So, und mir fällt ein, ich kann ja mal auch noch dieses Klatschen anmachen.
sehen, ob ich das noch hinkrieg. So, ihr könnt mal ausprobieren. Ihr könnt jetzt mit dem PogChamp Applaus produzieren. So. Links unten in blau gespawnt auf Golden Ball. 1:0 führend. Es ist der Weltmeister. Und unten rechts in rot. Wird er jetzt ein 1-1 draus machen oder nicht? Es ist unknown. Ja, was wird Kumerka diesmal spielen? Bin schon gespannt. Und wird Unknown all-in oder nicht? Tja, ihr müsst halt mehr PogChamp spammen, damit ihr Applaus hört. So. Ja, bisher riecht noch nichts nach einem All-In von anderen. Alles noch normal. Kumerka nimmt auch seinen 20er Nexus. Sieht alles. Viewer Subscription reactivated. Dankeschön fürs Abo, Kevin. 10 Monate jetzt schon. So. Ja, bisher ist noch alles Standard. Die Wall von Kumerka, ich glaube, die gefällt mir schon ein bisschen besser als davor. So, Anan meint hier gerade die Mineral Patches auf. Ich weiß nicht, ob er da expandieren will. Vielleicht will er auch einfach die Gold nehmen, aber dann braucht man auch Zugang nach hinten. Ja, so. Interessant. Kumecker hier mit dem Stargate. Ja, und einen Adepten schon mal. Und da fällt jetzt gerade die erste Probe. Anderen jetzt hier mit einem Supply Block gerade. Geht auch wieder auf Overlord Speed. Stargate wird noch nicht benutzt. Jetzt kommt der erste Phoenix. Kann er schön die Overlords verjagen. Ich glaube, ich habe den Maker noch nie Stargate spielen sehen. Nee? Ich bin mal gespannt. Dahinter kann man ja schlecht so ein All-In spielen. Ob jetzt einfach das Makro-Game mal probiert. Shadet hier auf jeden Fall mit einem Adept rein, bekommt hier aber keine Drohne. Aber schöne Einstellung für den Adepten. Naja, aber das hat sich trotzdem nicht gelohnt. Also zwei Linge für einen Adepten ist nee, schon das recht teuer. Nicht gerne. Aber der Scout, den hat er bekommen. Und Anon will echt da unten die dritte Basis nehmen. Das finde ich komisch. Also wenn der Maker ihn da jetzt irgendwie all in würde mit einem Warp Prism, dann könnten die Units auch gar nicht so schnell darunter laufen. Da sind nur so ein paar Minerals weg. Naja, aber andererseits muss der Maker auch irgendwie erstmal darunter kommen. Ja, das ist so Warp Prism mäßig. Naja, da kommt auf jeden Fall schon mal eine Robo. Und jetzt ein zweites Immortal. Ein zweites Oracle natürlich. Auch erstmal Richtung Makro aus. So, Anderen hat überall jetzt Spores. Ja, und Kumerka weiß noch nichts von der dritten Basis. Ja, jetzt wird das vielleicht gleich sehen mit dem Phoenix.
Wäre auf jeden Fall wichtig für ihn. Die Oryxes gehen jetzt rüber und die sind schön gepaart, also die werden die Drohnen one-shotten können. Gerade wenn er mit einer, mit dem Phoenix noch eine Queen vielleicht liftet. Der Spore ist noch nicht ganz fertig. Jetzt soll das sehen. Ja, der Spore ist fertig. Aber 4 ist schon mal ordentlich, damit kann man schon leben. Er verliert jetzt ein Oracle. Ja, Anon hat das schön getarget mit seinem Sporecrawler. Aber 6 Drohnen ist auch schon was. So langsam muss eigentlich die vierte Basis kommen, außer das wird ein All-In vom Melker. Geht ja, das auch? 4 Gates hoch, plus Fortprism. Ja, noch weitere Gates, ja, das ist dann. Sieht ein bisschen Richtung All-In aus. Anon scheint das gleiche zu spielen wie gerade, geht wieder plus 1 Melee. Nimmt jetzt auch eine vierte Basis. Ja, ich bin überrascht, dass er so mutig droht und eine vierte Basis nimmt, das nachdem er ja eben schon gesehen naja, hat. Naja, es ist Stargate verzögert natürlich jeden Push, den du machen kannst, so ein bisschen. Aber da sollte er jetzt mit dem Ling die vielen Sentries gesehen haben. Und das naja, muss eigentlich ein Push werden. Das sind nur 6 Linge, jetzt kommen 3 Roaches. Naja, aber er hat glaube ich noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit hat er noch, aber der Mecker kommt halt drauf an, wann er rüberlaufen möchte. Okay. Haben auch noch ein paar Zealots dazu. Aber die haben keinen Charge. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Zealots warpen würde. Ich glaube, ich würde eher dann auf Stalker gehen. Ja, ich auch. Sieht so ein bisschen nach dem Bild aus, den ich auch mal gespielt habe. Mit dem dritten Basis und da macht man etwas Pressure vorne. Da kommt auch ein Twilight und eine Forge hinter. Also ist kein All-In vom Mecha, sondern er möchte jetzt eigentlich möglichst viel Druck aufbauen. Allerdings ist Anon hier schon bei 66 Drohnen, hat schon den optimalen Drohnen-Count und kann jetzt Einheiten durchbauen. Und da kommt auch ein Spire hinterher. Also wenn der Push gehalten ist, werden da einfach Mutas kommen. Und dann wird es schwieriger für Melker, auch wenn er ein Stargate hat. Wenn er das nicht scoutet. Ja, den Observer würde ich mir hier vorne wünschen. Melker ist bereits Force Fields können, können da richtig gut sein. Echt viele Ravager. Also wenn er da einmal an die Army drankommt, so wirklich. Jetzt wird Charge Force, die ersten Immortals werden gebaut. Allerdings ist das Bayer gleich fertig. Bane ist aber sehr spät für meinen Geschmack. Also wenn er Melker jetzt zum Beispiel Charge hätte, dann wäre echt, das könnte schon was anrichten. Ja, aber ich... Anon hat glaube ich auch gesehen, dass da eine dritte Basis ist, weiß, dass der Maker nicht unbedingt angreifen möchte und einfach nur Druck aufbauen. Ja. Den Ravager kann man natürlich die Force Fields gut kaputt machen. Ja, was macht der Maker? Baut auf jeden Fall weiter Probes. Auch Anon baut Roaches, also hat bisher den Spire nicht benutzt, traut sich nicht gerade. Auf plus 2 Melee. Ja, Melker zieht sich zurück. Ein paar HTs. Jetzt kommt und Storm. Storm ist wichtig, gerade gegen diese Combo. Ja, da kommt Infestation Pit von Anon. Möchte wohl schnell auf dem Hive gehen, kann ich mir vorstellen. Anon jetzt auch mit der fünften Basis. Bei seiner vierten allerdings noch nicht saturiert. Ist hier nur auf 62 Drohnen, genauso viele wie der Melker. Da kommt jetzt ein Run-By mit Ling über die obere Flanke. Und die Roaches und Ravager kommen über die untere. Warpism geht hier down. Boah, das ist schade für Melker. So. Und Storm ist noch nicht fertig. Das Oracle kann jetzt hier gut Schaden machen. Oder die beiden. Oh ja, das ist schön. Die Linge gehen rein, aber der Melker ist in Position. Kommt 12 Mutas. Das könnte schwierig werden.
Und dann verliert hier den einen Ravager nach dem anderen. So, aber der Maker hat ja schon Stalker. Es fehlt natürlich Blink, glaube ich. Ja, im direkten Fight können die Mutas auf jeden Fall nicht viel einrichten gegen die Armee, aber das müssen sie auch nicht. Ich könnte mir auch eine Art Base Trade vorstellen, wenn der Komiker jetzt rausläuft. Ruft jetzt Archons. Archons schon mal gut gegen Mutas. Man hat auch immer noch den Runbar in Position und jetzt gehen die Mutas in die Main rein. Da ist, glaube ich, gerade kein Warpin. Recall glaube ich auch nicht. Doch, Recall wäre verfügbar. Ne, aber wenn du recallst, gehen die einfach in die Natural. Ja. Das ist jetzt schon relativ teuer. Die Hälfte. Ja, Mecha läuft seine Armee zurück. Es wird Ping-Pong gespielt zwischen den Basen. Ich glaube, Mecha sieht hier ein, dass er hier wenig machen kann und geht in die Offensive selber. Ja, das wird also tatsächlich Base Trade werden, wie es aussieht. Linge gehen jetzt. Ach, Mist, die nehmen hier. Oh, die plus 2 Pylon. Die wollen natürlich im Korb, das ist schon übel gewesen. Ach, Mecha jetzt im Angriff. Anna und zieht auch die Mutas zurück. Die Storms könnten hier richtig stark werden. Ein Archon kämpft hier gegen alle Roaches. Und die Mutas probieren hier, die High Templar rauszunehmen. Ja, Anon hat auch genug Schaden gemacht, also wenn er den Push jetzt hält, dann, jetzt dann sollte er gewonnen haben. Storms sitzen gut, aber Forcefields gar nicht. Und das sollte gehalten sein, gerade wenn die Mutas jetzt hinzukommen. Jetzt ist er ganz klar die Erde. Das lief auch deutlich besser für Anon. Keine großen Fehler gemacht, relativ souverän runtergespielt. Allerdings. Ich glaube, es hat einen Grund, warum ich nie Stargate von Mega sehe. Aber die Map, muss man auch sagen, ist nicht gerade die beste Map für Protoss gegen Zerg, finde ich zumindest. Ich glaube, Everdream ist da angenehmer. Da auf Golden Wall am meisten Angst vor Swamps im Haus hätte, gegen Zerg. Aber naja, es steht 1-1, kann doch alles passieren. So, währenddessen wird hier Verhalten geklatscht. Maker ist bereit, Anon ist bereit und wir gehen in die entscheidende Map. Entscheidet jetzt, wer weiterkommt, wer weiter im Winner-Bracket ist und dann, glaube ich, gegen Derastad dran muss. Auch keine leichte Aufgabe. So. Rechts oben in Rot gespawnt für Team Phoenix, Icezerg, es ist Unknown. Und unten links gespawnt in Blau, es ist unser Kuhmelker. Oder auch Melkmeister. So, schauen wir mal, ob er heute oder jetzt besser ans Euter rankommt. Ja, im ersten Game kam er schon gut dran, auf jeden Fall. Naja, er hat sich ein bisschen Zeit gelassen, also er hat schön seine Hände warm gemacht und ist dann mit viel Gefühl dran gegangen. So, Unknown schmeißt hier die Hedge. Auch beim Maker sieht es normal aus, da ist noch das Gateway. Macht der Maker auch mal einen Kenwash? Kann er sowas? Ich denke eher nicht. Also ich habe ihn schon keinen Rushen gesehen, so ist es nicht. Aber als valide Strategie würde er wahrscheinlich lieber dann jetzt ein Two-Base All-In spielen, könnte ich mir so vorstellen. Auch wenn das keine schlechte Can-Rush-Map ist.
Auf jeden Fall schon mal der Chor. So, wir sehen Twilight. Vorhin war es, glaube ich, Robo vor Twilight, also im ersten Spiel. Es könnte Glaive sein, es könnten DTs sein. Wahrscheinlich, das sind die beiden wahrscheinlichsten Sachen. Oder er spielt Blink, der erste Socker kommt ja schon. Na, theoretisch könnte er auch Blink spielen. So, da kommt aber die Robo hinterher. Twilight ist fertig. Gas für den Dark DT-Schrein hat er gerade nicht. Aber für Glass könnte jetzt der andrücken. Geht hier rein und ich glaube, diesmal kriegt er Drohnen. Anon hier ein bisschen außer Position. So, und da ist der Dark Shrine. Allerdings hat Anon hier das Overlord Speed Opening und wird jetzt direkt den scouten. Und ich glaube, relativ einfach sollte es werden, diesen Darkshine abzuwehren. Auch ein Bild, gegen den man viel Practice hat, das sagt, denke ich. Der wird oft gespielt. Ja, früher wurde der öfter gespielt. Ich glaube, jetzt ist er mittlerweile aus der Mode gekommen. Aber ich glaube, die Antwort ist einfach Roaches bauen. Und natürlich Detection haben. Ja. Da kommen jetzt auch schon die Spores ein bisschen früh. Aber lieber zu früh als zu spät. Und der Roachhorn. Die Gefahr ist, wenn man nur mit Spores verteidigt, dass die Tees die Spores direkt fokussen und es gar nicht Arkons werden. Aber da kommt jetzt auch der Leer. Und das Warpism ist da, geht jetzt rüber. Gates sind noch nicht ganz fertig, aber sollten fertig sein, wenn er drüben ist. Zirkling scoutet hier schön das Warpism. Es ist wichtig, dass man weiß, von wo das kommt und am besten direkt angehen kann. Ja, sieht man auch, Anon hat überall rote Punkte auf der Map. Er weiß ganz genau. Da werden auch schon Linge drunter gestellt. Ah, so ein bisschen beeindruckt ist den Maker. Wird man auch einfach reinwappen. Die Tees, die können ja nicht angegriffen werden. Auf jeden Fall. Ja. So, jetzt hat er. Wir fahren natürlich die Location. Es sind nur zwei tatsächlich. Anon cuttet hier auch viele Drohnen, um das zu verteidigen. Die Tees gehen jetzt rein, fokussen direkt eine Queen. Aber die kriegt der Melker nicht. Da muss er sich jetzt wieder zurückziehen und Anon baut die Roaches. Ist die Frage, drückt er jetzt Roaches durch? Ja, bekommt schon ein paar Drohnen. Hat aber noch keine dritte Basis gescoutet. Jetzt werden die Archons gemorpht. Mortal wird gekrone boostet und Charge kommt jetzt auch noch. Und plus 1. Kann also durchaus sein, dass der Mega hier keine dritte Basis nimmt, sondern irgendwie probiert durchzupushen. Mit ein bisschen Verzögerung. So wie in Game 1, warum nicht nochmal das machen, was funktioniert hat? Anon fängt jetzt erst an, wieder wirklich Drohnen zu bauen. 9 Stück auf einmal. Aber da kommen auch 7 Roaches dahinter, also Anon probiert sehr sicher zu spielen. Schon mal 3 Drohnen, nicht schlecht. Ja, damit. Bisschen Mining Time noch, also. So, und wir schauen mal auf den Immortal Count. Es sind jetzt gleich 2 Immortals. Vielleicht kommt da auch noch ein dritter Immortal. Mineralien hätte er auf jeden Fall dafür. Da fehlen jetzt auch noch Gates, wenn er wirklich auspushen will. Da kommen Gates. Ja. Drei Stück. Und Anon ist sich nicht ganz sicher, aber Drohnen soll einheitbar. Da kommen die ganze Zeit 3 Drohnen, 3 Roaches.
Der andere hat noch keine dritte Basis gesehen. Das sollte Einheiten bauen. Obwissen geht wieder rein, aber da ist ne, sind drei Queens, da muss er aufpassen. Aber nur Schilde verloren. Das geht noch. So. Und der Creep Spread ist jetzt auch nicht ganz so fortgeschritten wie im ersten Game. So langsam sind alle Vorbereitungen getroffen. Die Hände sind mit Melkfett eingeschmiert. Allerdings. Jetzt geht's rüber. Und das sind drei Immortals, vier Archons, eine gute Menge an Sentries. Der Link wird schön geklärt. Und richtig viele Gateways dahinter. Plus eins wird auch fertig werden. Sehr schöner Timing-Push vom Maker. Das wird schwer werden für Unknown zu halten. Hat hier im Wesentlichen nur Roaches. Jetzt kommt Baneling Nest erst. Das wird wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig fertig. Finde ich auch schön, dass er da direkt einen Full Wall macht. Da können auch keine Linge mehr stressen so schnell. Und jetzt geht's rüber. Unknown hat auf dem Papier die größere Army. Die ersten Ravager werden gemurft, aber es sind nur drei Stück. Alles kommt, glaube ich, so ein bisschen darauf an, ob der Maker das Warp-Bism halten kann. Nächster Zealot Warp in. Und jetzt geht's rein. Wenn die Force Fields hier gut sitzen, kann der Maker, glaube ich, die Army von Unknown auseinandernehmen. Ja, Unknown hat Roach Speed jetzt fertig schon. Also es ist wichtig, dass Unknown hier kiten kann nach hinten. Aber die Map ist hier auch ziemlich eng. Also es ist schwierig nach hinten zu kiten. Er geht auch an die Wall vom Maker rein. Maker reagiert drauf nicht, aber wenn er hier vorne gewinnt, ist fast egal, was auf der anderen Seite passiert. Geht hier in Fight. Das ist ein sehr guter Fight für Maker. Naja, bald braucht er zu Hause hier Warpins. Wenn der pusht jetzt hier durch, kriegt hier nochmal richtig viele Roaches. Ja, da. So, da kommt jetzt ein Warp in. Die sind gerade rechtzeitig. Das sieht hier richtig gut aus für den Maker. Quetscht hier das Euter aus bis zum geht nicht mehr. Da geht's jetzt in Fight. Er hat auch noch immer Force Fields. Hat auch immer noch das Warp-Bissen. Da kommt die nächste Runde. Könnte auch noch ein paar Akkus warpen bei seinem Gas. Und Unknown hat jetzt mittlerweile Larvenprobleme, glaube ich. Hat hier nur zwei Hatches. Aber ich finde Zealots auch nicht schlecht. Das sind keine Bane-Dinge. Die können richtig ausrasten. Und auf die Bites treffen wir nicht. Das ist ein schöner Fight von Melka. Und jetzt steht er gleich in der Natural. Kriegt hier den Upset. Da kommen wir mal zwei Zealots von links. Das waren die, die in der Main verteidigt haben. Force Fields. Auf beiden Seiten gewinnt er hier. Jetzt werden Drohnen gezogen. Da geht einiges an Drohnen down und wird der Maker das gewinnen als der Underdog? Sieht ganz danach aus. Ja, ich glaube, jetzt kann er nicht mehr verlieren. Nee, die Milchkanne ist voll. Und der Maker kommt weiter. Wahnsinn. 2-1 gewinnt er hier. Damit haben, glaube ich, die wenigsten gerechnet. Also gewünscht vielleicht, aber gerechnet. Stark gemacht, da wird jemand stolz sein. Also, das war eine gute Leistung, sich da als Underdog so durchzusetzen. Aber das macht's natürlich nicht einfacher. Nächste Runde muss er gegen Derastor dran. Ja. Der hat ja jetzt seine Builds gezeigt. So, und damit steht die finale Partie des Tages an. Wir sehen hier noch Tanuki gegen Phoenix. Finde ich auch ein spannendes Match. Spannendes Match, aber da ist, denke ich, auch Phoenix der Favorit und Tanuki so ein bisschen der Underdog. Bin ich mal gespannt, ob Tanuki es dem Maker gleich tun kann. Ja, so wie ich Tanuki kenne, hat der bestimmt irgendein Bild vorbereitet. Irgendein Gameplan wird der haben für Phoenix. So, wir fragen jetzt auch mal den Chat, wer gewinnt, Tanuki oder Phoenix? Ihr könnt wieder abstimmen. Phoenix führt hier 5-3.
kommen die Tanuki-Stimmen auch wieder. Hast du denn schon abgestimmt? Ja. Wer ist dein Favorit? Ich denke, Phoenix gewinnt. So, und wir machen jetzt diesmal Vetus. Wen siehst du denn vorne? Ja, eigentlich... Ja, mich würde es gar nicht so überraschen, wenn Tanuki hier vielleicht das Upset schafft. Ja, aber ich glaube, so ein 2-1 wäre schon drin. Auf jeden Fall wünsche ich mir ein 2-1. So. Zen wurde gerade gewetot. Von Phoenix. Ja, ich denke, keine schlechte Wahl als Protoss. Tanuki vetot Eternal Empire. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen überraschend. So, und Phoenix gewinnt hier auch die Abstimmung 5-3. Aber ähnlich hat Anna noch gerade gewonnen, also das muss nichts heißen. Und bei Mofo Jones gegen Dalai hat er schätze ich auch vertan, also. Mensch, Chat vertut sich hier in allen Partien. So, Phoenix vetot Nightshade und Tanuki Everdream. Damit werden wir Purity heute sehen. Auch schön. Wenn's nicht die dritte Map ist und es nur ein Zwei-Mapper wird. Okay, das kann natürlich noch passieren. Aber Golden Wall ist auch noch drin, finde ich auch interessant. Purity in Industry und dann natürlich noch Simulacrum. Naja. Nein, da leider, Chat war nicht gegen dich, der war einfach nur für Mofu. Das stimmt. Und es war knapp 4-3, also. So. War es auf jeden Fall auch eine Fangemeinde am Start. Phoenix darf jetzt die erste Map aussuchen. Ich würde mich nicht wundern, wenn der Golden Wall kommt. Tilo und Tilo schreibt Tilo er. Und Tilo, ja. So, der erste Bit des Tages. Dankeschön, Matze. Darauf haben wir gewartet. Sehr gut, Matze. Das freut mich. Golden Wall. Achso, ne, das hat Tanuki geschrieben, okay. Aber die nimmt er auch. Golden Wall ist Map 1. Jetzt hat Tanuki die Wahl, was Map 2 ist und damit kann er auch festlegen, was letztlich Map 3 ist und ist tatsächlich Purity in Industry. Die werden wir sehen. Das finde ich gut. Und Map 3 wird dann Simulacrum sein, wenn wir die brauchen. Damit können wir direkt hier Golden Wall aufmachen. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Liquipedia sagt hier, dass die Map relativ ausgeglichen ist im PvT. Leicht favorisiert hier für einen Protoss. Bin auch mal gespannt, was die beiden spielen. Also Tanuki, gerade wenn es ein Best of 3 ist oder auch nur ein Best of 2, spielt Tanuki ja gern mal in der ersten Map irgendwas Aggressiveres wie Proxy Reaper. Ja, kann man da irgendwas spielen, um die Map zu abusen? Das ist ja so eine einzigartige Map. Kannst natürlich aufmeinen. Ah, kannst natürlich, was sind boxige Gebäude da noch zum unteren Teil fliegen. So, Tanuki ist auch bereit und wir starten. Damit kann der Hype wieder hier losgehen.
So, rechts oben in grün gespawnt vom Team Phoenix. Es ist Phoenix. Und unten links gespawnt in orange. Es ist Tanuki. So. Bin gespannt. Ja. Normalerweise laufen jetzt schon SCVs über die Map. Ja, aber diesmal nicht. Schon mal. Naja, aber muss das wirklich was heißen? Ja, im TVP spielt man lieber Bergfest. Im Allgemeinen. Ja, würde ich prinzipiell auch empfehlen. Aber nicht so Tanuki. Da kommt der Scout, oder? Ja, es wird erstmal nach Proxy gescoutet. Das gegen Tanuki nicht die verkehrteste Idee ist. Und da kommt auch ein Wall-In direkt. Direkt ein zweites Depot und Doppelgas. Also ja, da wird hier irgendwas das kommen. Sieht schon verdächtig wieder aus. Also irgendwas hat sich Tanuki einfallen lassen. Sieht hier seine Chancen nicht unbedingt im Makro-Game, sondern möchte Phoenix überraschen. Aber Phoenix ist allerdings auch ein Spieler, der gerne mal selber komische Sachen spielt. Und dann ist die Frage, ob der Build, den man sich zurechtgelegt hat, ob der wirklich gut dagegen ist. Ja, jetzt hat er auf jeden Fall schon mal Nexus vor Core gespielt. Das ist schon mal gut für den Terraner, wenn der Tag ein bisschen delayed ist vom so. Portos. Reaktor an die Barracks und eine schnelle Factory. Also das sieht Richtung 111 aus, finde ich. Und Phoenix scoutet das jetzt gerade. Ja, wenn er mit Smatze trainiert hat, dann kann ich mir 111 gut vorstellen. Wer hat denn alles mit Matze trainiert? Wahrscheinlich der Melka. Jetzt auch Tanuki. Ja, Matze hat seine Finger im Spiel. Ja, selber nicht spielen, aber bei jedem die Finger im Spiel haben. So, Stalker wird gegrundet und es gibt ein schnelles Twilight Council. Das ist, glaube ich, der Lieblingsbild von Phoenix im PvT. Schnelles Blink und dann mit Stalkern möglichst viel Druck machen. Ja, aber hat er bisher verstanden, dass da was Aggressives von Tanuki kommt? Das CC müsste ja eigentlich jetzt schon da sein oder zumindest gebaut werden, ne? Ja, aber das kann man natürlich auch nicht sehen. Im Prinzip kann Tanuki auch hinten expandieren auf dieser Map. Das ist sehr schwierig einzuschätzen, glaube ich, auf Golden Wall. Das werden Tanks werden, also Marine Tanks und vielleicht dahinter Liberator, vielleicht Banshees oder auch Medivacs. Wir schauen mal. So. Und Phoenix geht Blink. Okay. Stalker sind nicht unbedingt, was man haben möchte gegen Tanks, aber wenn man das richtige Micro hat und die Army früh genug erwischt, wenn sie ausrückt, kann das stark werden. So, würde ich sagen, hätte Phoenix auf jeden Fall eine gute Chance, wenn er da mit seinen Stalkern bis seine Crew in die Map gelaufen ist, schön tradet seine Schilde gegen Einheiten. Okay, es werden Medivacs. Ich bin mal gespannt, wie Tanuki probiert er über die untere Flanke zu pushen? Oder läuft er oben rum? Vielleicht kann er die Tanks ja unter den Mineral Lines. Na, aber er hat nur einen Medivac. Er muss ja alle Einheiten irgendwie runterbringen und er hat auch gerade nicht aufgemeint. Aber. So. Ja, auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wir schauen mal. Phoenix wird 4 Gates haben, das ist schon mal gut. Hauptgate ist gerade fertig und Blink ist halb durch. Er hat keine Robo. So, da kommt jetzt ein Liberator auch dahinter. Zwei Tanks und jetzt geht's rüber. Und Phoenix scoutet das auch nicht. Und noch hat er irgendwie eine Armee, um Tanuki entgegenzugehen. Ja, er baut weiter Probes. Also ich weiß nicht, ob er das auf dem Schirm hat. Er sieht nicht so aus. Müsste so viele Einheiten bauen, wie es geht. Vor allem sieht er das auch maximal spät. Also die Tanks werden in seiner Basis sein. Jetzt kommt auch eine Robo, Sentry. So, Tanuki rückt weiter vor, macht es relativ langsam hier. Ah, das ist natürlich auch eine schöne Tankposition. Ja, aber gerade gegen Phoenix, glaube ich, wäre es besser gewesen, ganz aggressiv zu gehen. Aber woher soll er wissen, dass Phoenix da außer Position steht? Na, Geduld bringt Tanuki auf jeden Fall mit. So, und jetzt hat er die Tanks in einer guten Position. Phoenix nimmt die dritte Basis oben. Ja.
So, da kommen jetzt Zealots, aber die haben auch keinen Charge. Erster Liberator. Oh, er ist Supply Blocker. Wenn jetzt da noch der Pilot fällt, dann kann da auch nichts mehr reinwuppen. Oh, und Phoenix probiert hier einen Tank rauszunehmen, aber das ist schwierig. Verliert hier alle Stalker. Und kriegt nicht mal den Tank. Ja, das ist also die Art, wie man die Map abusen kann. Ein bisschen mit der Tankposition. Sieht hier sehr stark aus für Tanuki. Ich sehe nicht, wie Phoenix das halten kann. Die Basis, der hat ja die seine dritte hat abgebrochen, okay. Probes werden evakuiert. Phoenix hat ja nicht mal Charge, also Zealots sind gut. Allein dieser eine Liberator. Das ist ja halt fiese, man braucht Anti-Air gegen Liberator, aber Stalker sind halt schlecht gegen Tanks. Tanuki kann jetzt auch gleich einfach diesen Pylon rausnehmen, der hier drei Gates plus die Robo powert. Ja, dann kommt vielleicht noch nicht mal die Mortal raus. Jetzt wird er gefokust und der Mortal schafft es nicht raus und es geht drauf. Aber die Zealots sind so langsam. Da kommt das GG. Nächste Überraschung hier. 1-0 für Tanuki. Sauber runtergespielt. Sah auch sehr flüssig aus, die BO von Tanuki. Die hat ja bestimmt geübt. So, und das war die Map von Phoenix, die sich Phoenix rausgesucht hatte. Jetzt sehen wir erst die Map von Tanuki. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt kommt, ob er sich da auch was rausgesucht hat. Sah sehr souverän aus. Und Phoenix hatte sicherlich auch zu wenig Info hier. Was auch so ein bisschen der Map geschuldet war. Ich glaube, Phoenix hat gedacht, dass Tanuki hier hinten expandiert. Ja. Ich glaube, in so einem Fall muss man dann einfach einen Sentry reinwerfen, damit man mit einem Phoenix scouten kann. Oder eine schnelle Robo mit Observer. Auf jeden Fall irgendwas, was scoutet. Oder halt Props cutten. So, beide sind bereit. Wir gehen auf die zweite Map. Wir gehen auf Purity und Industry. Reinheit und Industrie. Das ist schon das Loser Bracket, oder? Also der Verlierer von dieser Partie ist dann raus. Von dieser Best of 3. Der Verlierer ist raus und der Gewinner spielt gegen. Stellen wir erstmal die Spieler vor. Rechts oben in grün gespawnt. Oder links oben in grün gespawnt. Auf Purity in Industry als Protoss. Es ist Phoenix. Und rechts in der Mitte gespawnt. Der 1-0 führende Terraner Tanuki. Da laufen keine SUVs los. Bricks. Und Trop und wieder Gas First. So, und ich schau eben mal aufs Bracket. Zu sehen, gegen wen der Gewinner ran muss. Gewinner spielt gegen Unknown. So, und das sieht wieder ähnlich aus. Da kommt wieder das zweite Supply Depot. Es ist ein zweites Gas. Aber fällt Phoenix nochmal drauf rein? Auf genau den gleichen Bild? Also bisher sieht es auf jeden Fall genauso aus wie vorher. Also der Bild ist stark. Selbst wenn man weiß, was kommt, ist es nicht einfach, den zu halten. Ja, was würdest du jedem Protoss empfehlen, wie man das am besten hält? Ich glaube, du musst halt auf jeden Fall deinen Cybercore Chrono boosten. Eine Robo kann helfen, Immortals rauszuhaben. Aber es ist wichtig, so viel wie möglich Einheiten zu bauen, schnellen Warp-In zu haben und dann halt dem Push entgegengehen. Tanks nicht siegen lassen. Na, also bis der Terraner über die Map gelaufen ist, so viel rausnehmen, wie es geht. Genau. Was man auch probieren kann, gerade wenn es nur eine Barracks ist, ist einfach Oracles zu bauen. So viele, dass man irgendwann die Marines bekommen kann. Die haben ja auch kein Stim. Kein Combat Shield. So, und Phoenix hat gescoutet, dass es genau aussieht wie gerade. Auf der Map natürlich, okay.
Tanuki könnte die Insel-Expansion nehmen, aber das ist unwahrscheinlich. Ja. Also das wirkt nach nochmal den gleichen aus von Tanuki. Und auch von Phoenix. So, wir wurden gerade geraidet von Maralekus. Dankeschön. Warum kriege ich da keinen Alert? So, es sieht... Ja, es sieht wirklich wieder nach einem 1-1-1 aus. Und auch Phoenix scheint wenig gelernt zu haben. Da kommt auf jeden Fall das Twilight Council. Stalker werden gebaut, also schätze ich mal, dass es wieder Blink sein wird. Ja, wenn er jetzt Probes anfängt zu cutten, hat er vielleicht noch eine Chance. Okay, da ist Blink. Und Blink. Ohne Boost geht aber auf die Probes. Das ist schon ein Signal dafür, dass er es möglicherweise nicht weiß. Aber er... Er sieht aber keine Echse. Er baut auf jeden Fall hier Stalker konstant durch. Das hat er vorhin nicht gemacht. Ja, da kommt weitere Gateways. Der sieht zumindest auch, wenn Tanuki ausrückt, deutlich früher. So, Blink ein Drittel durch, das braucht noch ein bisschen. Medivac ist schon da, Liberator braucht noch, Tank ist jetzt da und jetzt geht's wieder los. Ja, mit zwei Tanks, gutes Timing. So. Phoenix sieht das jetzt etwas früher als vorhin. Ja, aber die Stalker haben auch keinen Blink, die können schlecht hier weglaufen. Müssen hier in die andere Richtung laufen. Aber solange Tanuki da hinterherläuft, ist es in Ordnung. Bisschen Zeit kaufen. Tanuki schickt die Tanks vor, die extra Schaden gegen Stalker machen, damit da nicht gegen die Marines. Aber jetzt kommen zumindest mal Schildbatterien. Andererseits, die Tanks können hier wunderbar siegen, also die Map ist auch nicht ideal, um das zu halten. Aber Phoenix microt hier schön. Ein Marine getötet. Probe kriegt auch den. Das sieht auf jeden Fall schon besser aus. Auch Stalker laufen hier hinten. Er hat noch keinen Stalker verloren. Nee, macht es schön von beiden Seiten. Lässt die Tanks hier auch gerade nicht in der optimalen Position siegen. Ah, jetzt ist der erste gefallen. Die Tanks machen echt viel Schaden. Blink ist halt noch nicht da. So, und jetzt werden die Tanks gesiegt. Aber da kommen die Zealots direkt rein. Schön von Phoenix. Und wenn er die Tanks rausnehmen kann, Dark, ist das die halbe Miete. Und jetzt hat er Blink. Blink und solange da keine Tanks sind, haben die Stalker auch keine wirkliche Bedrohung. Kann jetzt auch Reinforcements rausnehmen. Jetzt kommt der Drop in die Main. Aber Phoenix hat auch 4 Stalker zu Hause. Der hat Worker, er kann Worker hier verlieren. Auch so ein bisschen der Verzweiflungsdrop. Ja, aber der macht gut Schaden. Er macht Schaden auf jeden Fall. Ich glaube, das ist noch nicht vorbei hier für einen Tanuki. Er floatet hier Mineralien, die er auch ausgeben könnte oder ausgeben sollte irgendwie. Aber noch reicht der Schaden. Aber da fällt das Medivac und damit haben die Marines hier keine Möglichkeit auszugehen. Und der Stalker-Count ist hier gut genug. Tanuki zieht sie jetzt auch zurück. Da kommt eine Double Forge, also wusste, dass es gehalten. Das sieht er sicherlich richtig. Tanuki baut jetzt selber eine Barracks. Hat Tanks, kann dann selber, muss jetzt selber erstmal verteidigen gegen die Stalker, die hier rüberlaufen. Wenn die noch einmal blinken, kriegen die, glaube ich, hier den Tank. Dann wird's schwierig. Ja, Tanks ist das Schönste, was man töten kann mit Blinkstalkern. Und im Prinzip kann Phoenix hier auch auf dem Tank, auf dem zweiten drauf blinken. So viele Marines sind da nicht. Es ist auch eine Mutfrage, man weiß ja nicht, ob oben nicht noch einer steht. So, aber jetzt ist gleich der zweite Tank da plus der Liberator. Aber Tanuki hat immer noch keine dritte Basis. Zweite Basis, dritte natürlich auch nicht. Phoenix möchte hier scheinbar ein bisschen durchpushen. Da kommen nochmal 4 Stalker. Die Frage, ob er es jetzt probiert. Da kommt die CC. Ja. Oh, ein Marine. Ich glaube, Phoenix ist hier zufrieden, solange Tanuki hier noch keine zweite Basis hat. Oh, ich finde es okay, dass er kein Risiko eingehen möchte. Er weiß, er ist vorne. Wenn er jetzt solide runterspielt, dann kann er das gut gewinnen. Weitere Barracks. Command Center wird gebaut, aber auch Phoenix geht hier jetzt schon die dritte Basis.
Doppelforge, die Upgrades sind schon halb durch. Da kommen weitere Gateways. Da kam gerade ein Scan, ich weiß nicht ganz wohin. An die. Ah, an potenzielle die. Dritte. Aber es ist, glaube ich, eher die dritte, die Terraner nehmen. Genau, Mediterraner dritte. So. Was Bruders magst du die nicht gerne nehmen, weil dann da Drops hin und her fliegen können zwischen den Basen. Potenziell könnten die Liberator natürlich eklig sein auf der Map, wenn man damit harrisst. Phoenix geht jetzt wieder rüber, schaut, ob da jetzt mittlerweile eine zweite Basis ist. Oh, die Tanks hauen hier richtig rein. Ja, ich Phoenix würde ich jetzt denken, da wäre eine Insel-Echse. Oder Tanuki pusht jetzt einfach rüber. Und das war alles nur gefaked, dass er da unten steht. Kann natürlich auch sein. So. Charge mittlerweile im Bau. 1-1 ist jeden Moment fertig. 2-2 läuft dann im Anschluss. So, und Tanuki hat jetzt bald zumindest Stim. Und da kann er sich jetzt überlegen, ob er rüber pusht. Ich glaube, jetzt Makro-Game zu spielen mit 26 gegen 50 Worker ist schwierig. Ja, er hätte auch die zweite skippen können und jetzt die Main einfach rüberfliegen und dann weiter pushen. Wenn der Phoenix dann zu greedy ist, dann könnte das noch was werden. Purity on Industry ist aber auch eine Map, auf der man sehr gut turteln kann. Also wenn es Tanuki irgendwie schafft, diese dritte Basis noch zu nehmen oder die vierte, dann ist es trotzdem sehr schwierig für Phoenix hier irgendwie anzugreifen. Gerade wenn Tanuki so defensiv mit Tanks und Liberator steht. Ja, er geht. Tanuki scheint aber erstmal Richtung Bio zu gehen. Das ist natürlich ein bisschen. Das ist nicht so. Also Mac kann man natürlich einfacher mit turteln. Naja, Liberator und Tanks reichen, glaube ich. Die Bio darunter ist nicht verkehrt. Und Phoenix schaut sich das mal an mit dem Observer. Ja, er sieht jetzt alles. Das ist ein wichtiger Scout. Bleibt selber auf dem Gateway-Style. Da kommen weitere Gates. Plus Templar-Archive haben wir mittlerweile. Das erforscht Storm. 2-2 ist gar nicht mehr so weit entfernt. Ja, das wird fast halt gleich mit dem 1-0 von Tanuki fertig. Und da kann sich Phoenix natürlich überlegen, vielleicht einen Warp-Bissen bauen und dann vorne rein, hinten rein und irgendwie probieren, Tanuki zu überrennen. Ja, der Worker-Count, der spricht schon Bände. Ja, Army Supply ist aber immer noch ausgeglichen. So, und Phoenix bewegt sich jetzt so langsam. Oder stellt sie einfach nur auf die Rampe. Ansonsten müsste jetzt irgendwann auch mal eine vierte Basis kommen, oder sollte. Also langfristig. Ja, solange der Terraner keine dritte hat, brauche ich auch keine vierte. Ja, aber langfristig brauche ich dann zumindest irgendwie ein Tech. Also gegen so viele Tanks, nur mit Gateway-Einheiten wird schwierig, aber er möchte jetzt drauf gehen. Aber wenn die Charge-Drops da gut rankommen. Hat er denn? Er hat eine Robo, aber keinen Warp-Prison, oder? Nicht. Was er aber natürlich hat. Aber Tanuki steht da super. Das wird schwierig. Upgrade Stark, das könnte noch. Also Tanuki kann es noch schwieriger machen, hier irgendwie Depots oder in Barracks oder irgendwas bauen. Jetzt geht's drauf. Oh, die Storms sind gut. Aber die Zealots sind jetzt weg. Tanks gehen schon mal raus. Ja, okay. Das war nicht die beste Idee. Tanuki ist so ein bisschen zögerlich hier. Obwohl er hier gut gefightet hat. Kleiner Schreckmoment für beide. So, der nächste Raid. Dankeschön, Aigalos. So, und jetzt kommt ein Drop. Der kann stark werden. Da fehlen leider die Medivacs, um die Tanks mitzunehmen. Der wird auch nicht gescoutet, bis er auslädt. Und vielleicht noch nicht mal dann, wenn er da an dem dunklen Spot in der Main auslädt. Aber so viele Gateway-Einheiten sollten den Drop doch irgendwie abwehren können. Der wird ein bisschen Schaden machen, aber es ist auch schwierig, dann wegzukommen. Gerade mit diesen Slow-Zonen. Ja, okay, der ist auf jeden Fall eine Vision. Was sagt die Reaktion? Gehen schon mal ein paar Worker down. Tanuki probiert hier. Simpson so ein bisschen den Gegner entgegen und
scheint hier irgendwie einen Kampf zu suchen. Aber da sind die Fliegen ist keine Option. Stalker schon drunter. Und der Storm sitzt. Der Storm sitzt wirklich goldig. Auch das Medivac. Okay, eins kommt weg, aber alleine ohne Ladung. Das ist nicht optimal. Jetzt hat Tanuki ein Problem. Also er hat ja immer noch den niedrigen Worker-Count. Ja, also mit so einem niedrigen Worker-Count muss man schon sehr gut traden. Da kann der Gegner even traden, das reicht nicht. Phoenix hat jetzt mittlerweile schon die vierte Basis. Ja. Und gleich ist 3-3 fertig. Tanuki hat 1-1 und rückt jetzt rüber. Könnte im Prinzip SUVs ziehen. Das wird jetzt auch schon keinen Unterschied mehr machen. Aber das wird schwierig. Das sind nur zwei Tanks. Also so viel stärker als der erste Push bei Minute 4 ist dieser Push gar nicht. Und Phoenix hat richtig viel. Da reichen, glaube ich, die ATs alleine. Ja, ich meine, die Stelle ist ganz schön gewählt von Tanuki. Ja, aber das er ist, muss ja irgendwie nach vorne kommen. Ich glaube, Phoenix ist ziemlich zufrieden, wenn Tanuki hier bleibt. Ja, Phoenix weiß aber, dass da keine dritte ist. Phoenix hat jetzt auch Cannons in der Main und Einheiten da stehen, falls da irgendwie ein Drop reinkommen könnte. Kommen noch mal ein paar Archons. Sind natürlich nicht schlecht gegen Tanks. So, Tanuki hat natürlich die Option, das Orbital Command Center als dritte zu nehmen, von der Main einfach irgendwo anders hinzufliegen. Ja. Braucht aber auch keine Worker mehr, er möchte jetzt hier All-In. Ja, aber der All-In zieht sich ganz schön. Kann noch ein DT-Shrine. Da kommen jetzt auch nochmal 11 Sellets, es wird halt nicht besser. Also vielleicht ist irgendwann Phoenix maxed und dann kriegt er keine Einheiten mehr, aber bis dahin... Da kommt jetzt... jetzt auch ein massiver Runby auf die zweite. Da werden die Reinforcements, das sind ja auch einige, werden hier nochmal rausgenommen. Ja, aber bei den Upgrades der Sellets wird das schon schwierig. Netzen sich da einfach so und Phoenix bereitet hier auch einen Flank vor auf die Hauptarmee. Hat hier gesplittet, ist trotzdem hier eine Engstelle, aber er sollte genug haben. Der Runby ist hier immer noch nicht geklärt. Ja. Und jetzt geht's drauf. Da wird es die Terraner-Armee, wie es aussieht, einfach fallen. Da schöner Storm. Sehr schöne Storms und da fallen die letzten Einheiten. GG. Da kommt das GG. 1-1. Tanuki hat nochmal den gleichen Bild wie auf Map 1 gespielt und Phoenix hat das ziemlich gut abgewehrt. Wusste genau, was kommt. Auch wenn ich das erstmal dem erstmal kritisch gegenüberstand, weil es sah erstmal so aus, als würde das gleiche machen wie im ersten Spiel. Also naja, Phoenix. Aber diese kleinen Unterschiede haben letztlich den Unterschied gemacht und er konnte es wirklich souverän abwehren. Ja, der Angriff mit den drei Sellets da, der war schon gut durchgeführt. Und dann ist nichts mehr angebrannt. So, das heißt, wir gehen jetzt auf die letzte und entscheidende Map. Wer fliegt hier raus aus der Clanliga und wer ist weiter im Winner-Bracket und muss gegen anderen spielen? Wir gehen auf Simulacrum. So, und der Chat freut sich auch schon, dass wir hier ein 1-1 haben. Wir werden auf jeden Fall nicht enttäuscht heute. Also sowohl die Partie Unknown gegen Kumaker war richtig spannend und diese liefert eigentlich auch. Mufu gegen Dalai war ein bisschen eindeutig. Ja, aber unterhaltsam mit dem Kenrush. So, aber wir wissen jetzt, warum Tanuki verloren hat. Er hatte die falsche Konsole. Er muss die eben ändern. Vielleicht läuft es dann mit der anderen Konsole. Ja, wenn man eine Nachtelf-Konsole hat, dann kann es ja nicht funktionieren. Welche Konsole würdest du denn Tanuki empfehlen? Standard-Konsole. Damit macht man nichts verkehrt.
Okay, er hatte die Menschen-WC3-Konsole. Wann kann es nicht gelegen haben? Sanuki zadert noch ein bisschen, überlebt sich vielleicht auch, was er jetzt spielen soll. Ist jetzt bereit. Also ich glaube nochmal, diesen 1-on-1 ist keine Option. Das hat Phoenix zu gut verteidigt für meinen Geschmack. Kann man vielleicht irgendwas spielen, was für Phoenix genauso aussieht, aber vielleicht wesentlich früher trifft? Das finde ich eine gute Idee. Aber stellen wir erstmal die Spieler vor. Unten rechts auf Simulacrum gespawnt, in grün, der Protoss von Team Phoenix. Es ist Phoenix. Und oben links gespawnt, wieder in orange. Es ist Tanuki. So, und da laufen SCVs über die Map, zwei Stück. Ja. Wenn das keine Proxy Reaper werden, dann fresse ich einen Besen. Das ist ein Nuki, den wir kennen. Und er macht es schön, er baut nämlich eine Barracks zu Hause. Also wenn man nicht ganz genau beim Scouten aufpasst und die SCVs zählt, dann sieht das genauso aus wie normales Opening, auf den ersten Blick. Ja, und genau wie in den anderen Games hat Phoenix ja... Ist ja Clashbat in die Main gescoutet, wenn überhaupt. Also er scoutet ja erstmal nach Proxy. Und die Proxy-Location ist wirklich sehr schön gewählt von Tanuki für diesen Fall. Also. Na, aber Ernst scoutet auch in diese Richtung. Ja, was? Wir schauen mal, ob er auch bis da ganz unten hinkommt. Potenzial. Wenn der Bild nämlich ungescoutet einschlägt, dann schlägt er auch oft ein wie eine Granate. So. Ja, das ist auch wieder Nexus 4 Core. Schon mal. Erst gute Zeichen für Tanuki. Ja, und Phoenix scoutet wirklich fast alles ab, bis auf diese eine Position. Dann fühlt man sich auch relativ sicher. Also, da kann ja kein Proxy sein. Einer der schlimmsten Proxy-Scouts, die man machen kann: Scouten, nichts finden, wenn da was ist. Man sieht halt nicht mal den SCV, der gerade weggefahren ist. Wäre irgendwie 2 Sekunden früher da gewesen. Oder den SCV von dieser Ecke verfahren sehen. Und natürlich, der Reaper läuft direkt in die Probe rein. Nein! Doch. Tanuki passt auf. Und der jetzt... Reaper hat auch ein normales Timing, also... Und Phoenix hat halt nicht mal diese Standardposition der Echse gesehen. Also er konnte nicht mal sehen, ob da vielleicht ein Nexus CC kommt. Ein Adept wird gechronoboostet, aber ein Adept reicht nicht gegen 4 Reaper, die dann gleich stehen. Was so ein bisschen ein Zeichen sein könnte für Phoenix ist, dass der Reaper nicht kommt. Also, der ist doch gerade direkt rübergelaufen, warum kommt der nicht einfach? Ja, stimmt, aber weiß er es? Denke er nicht. Und was man dagegen braucht, ist Schildbatterien, aber die helfen auch nicht, wenn die Reaper irgendwann zu viele sind. Ja, Einheiten braucht man auf jeden Fall auch. Da kommt das Twilight Council. Und das Adept, der Adept geht rüber, während die Reaper hier jetzt reingehen und es sind 4 Stück. Das ist jetzt richtig schwierig für Phoenix. Da kann direkt der Stalker rausgenommen werden. Der hat hier keine Chance gegen 5 Reaper. Oh, der wird auch geblockt von den Probes. Und auf einem Gate mit Twilight im Baum mit nur einem Adepten. Ist das nicht zu halten? Da kommt das, da kommt GG. Auch schon das GG. Phoenix fliegt hier aus der Clanliga. Und Tanuki? Tanuki, ihm liegt scheinbar hier dieses Format. Setzt sich durch gegen Phoenix 2-1. Stark gemacht.
Das war kurz und knackig. Und musst jetzt gegen Unknown als nächstes ran. Während der Sieger Handstand gegen Würmchen. Oder? Nee, stopp. Gegen Unknown. Während der Sieger Handstand gegen Würmchen muss gegen Mofu dann. Wenn wir dann Dalai gegen dich, Aerocool, sehen und Kuhmelker gegen Derastat. Das sind dann unsere nächsten vier Partien. Am Donnerstag geht es dann weiter. Beziehungsweise es gibt noch eine Partie nachzuholen, die wir dann heute nicht sehen. Das ist Würmchen gegen Handstand. Die wird am Wochenende gespielt. Wahrscheinlich dann spontan live übertragen. Ansonsten war es das für heute. Schöne Games. Heute ist der Underdog-Tag, genau. Dreimal hat hier der Underdog gewonnen. Wobei Dalai jetzt nicht vielleicht der stärkste Underdog ist. Aber zumindest hat es der Chat so gesehen. Und damit verabschieden wir uns für heute. Noch ein Kommentar. Wir haben aktuell wieder ein GSL-Tippspiel am Laufen. Schaut ins Discord oder auf unsere Webseite, da findet ihr mehr dazu, wie ihr euch da anmeldet und wie ihr euren Tipp abgibt. Bis Samstag morgen dürfen die Tipps abgegeben werden für Gruppe A. Damit war's das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Guten Abend noch alle.